So. Endsport. Ende Messetag 1 und müssen jetzt auch ziemlich langsam durch, ne? Durch? Durch, ja. Ich meine Füße. Fertig. Meine Schuhe sind irgendwie zu klein geworden über den Lauf des Tages. Jetzt werfen wir noch einen kleinen Blick in, dann machen wir eine kleine Roomtour vom Liner 42. Und zwar ist das der Lange auf Iveco. Ist das also, der Lange, ja? Das ist der Lange, ja. E53L. Ja. Ach, dann gehen wir doch mal rein in das Schmuckstück. Erst mal vorne. Wir arbeiten uns von vorne nach hinten. Dann fangen wir doch ganz vorne an. Iveco sieht jetzt auch schon wieder ein bisschen anders aus, ne, wie bei unserem Iveco. So mit Multifunktionslenkrad und ja. Ja, die müssen schick. Halt auch nachziehen. Schick, ne? Sonst sind sie weg. Das Lenkrad ist schön. Das ist jetzt unten so, dass du besser drehen kannst. Das ist unten so, wie soll man sagen, gerade nee, das Lenkrad. Das sieht oder? Sportlich aus. Sieht sportlich aus, gut, wenn du das sagst. Das haben die Autos heute auch alle, oder? Ja, das ist, ja, das ist alles ein bisschen anders gemacht jetzt. Sieht schon wieder ein bisschen schicker aus. Da muss man ja sagen. Geändert, ja. Auch das Armaturenbrett ist da oben in Leder abgesetzt. Ja. Auch hier ist es wieder ein bisschen anders. Aha. Ja gut, innen ist auch nicht anders. Ist halt auch, vorher war es halt Holz, jetzt ist es so. Hier vorne fallen gleich die zwei riesen Schränke hinter uns. Schau mal. Ja. Also hier kann man es abtrennen, zum Fahrerhaus hin, von beiden Seiten. Wenn das Bett dann unten ist, dann ist es zu, kann man nicht mehr durchschauen. Man muss aber vorher die Sitze... Die Sitze muss man vorher runterklappen, ja. Die lassen sich hier natürlich nicht drehen, wenn man das nicht braucht. Braucht man nicht, nee. Ist Quatsch. Macht man einfach schön so runter, nicht zu weit runter, nicht, dass wir hupen. Und dann kann man theoretisch von hoch. Ja, dann sieht das so aus. Wie lassen wir das Bett nach unten? Weiß ich auch nicht. Ja. Drück mal drauf. Ja. Schauen wir. Alles auf Knopfdruck. Und dann hat man oben zwei Längsbetten. Eine Seite mit 2,10 Meter. Diese Seite hier. Da steht's. Und die andere 2 Meter. Nicht schlecht. Sogar mit einem kleinen Regal links und rechts. Und Fenster. Man kann auch rausgucken. Ist zwar nur ein Dummy. Dann kann man die Tür hier noch abtrennen. Kann man auch noch abtrennen, ja? Nach vorne hin zum Schlafen. Die Tür abtrennen, den Raum abtrennen natürlich. Die Tür abtrennen. Ja, jetzt ist aber auch schon. Wir sind auch schon ein paar Stunden unterwegs. Ne? Ja. Kann man es auch so machen. Ich krieg schon Sprachfehler. Das hat ja auch noch einen anderen Sinn. Kommen wir wieder raus. Machen wir das Bett wieder hoch. Wenn man nämlich tagsüber das Bad benutzt oder sich hier umkleiden möchte, dann muss man vorne auch nicht immer alles zumachen, die ganzen Jalousien. Und es hat ja auch ein großes Bad. So. Dann machen wir mal hier zu. Komm mal hier rein. Und dann kann man das hier auch noch zumachen. Und dann, also man kann hier zumachen und man kann dann hier auch zumachen. Und dann kann von vorne auch keiner mehr reingucken. Und somit hat man hier ein Raumbad. Dann hast du ein Raumbad. Mhm. Tür wieder ganz auf. Und hier ist natürlich viel auf beiden Seiten ganz viel Stauraum. Es ist also wie ein kleines Büro da vorne. Ne? Ja, also für Kleidung und alles Mögliche hat mir echt genügend Platz. Ne? Man kann ja hier auch noch eine Treppe ausfahren. Zum Hochsteigen hier, wenn man das Bett unten hat. Hoch kommt das Bett. Hätte man vorhin zeigen sollen, aber ja.
Mit Staufach. Mit Staufach. Ich sage jetzt nicht Schuhfach. Sonst kriege ich wieder Schimpfe. Boah, da hast du Platz. Ja. Hier kannst du auch drin wohnen. Definitiv. Und hier, Toilette, da ist sogar ein Wäscheding drin, Wäschekorb drin, für Schmutzwäsche. Für Schmutzwäsche und Toilettenrollenhalter, Handtuchhalter. Hier ist nochmal ein Schränkchen. Und hier oben. Also, zu Genüge. Das ist der gleiche Schrank, wie den wir haben. Bei uns im Karthago. Echt, der fehlt ja bei uns. Nicht dasselbe, sondern der gleiche. Gut, dann machen wir hier wieder auf. Wir haben jetzt schon geduscht. Hier unten ist auch noch Staufach. Bella, hier können wir auch noch schön zeigen. Hier ist noch ein ganz riesiges. Da passt eine Kiste rein. Getränkekisten passen da rein. Ein Zugang. Ein Fäkaltank. Aha, okay. Dann machen wir wieder zu. So. Naja, dann kommen wir zu der Küche. Und am Kühlschrank einen Auszug oder einen Schrank noch. Und am Kühlschrank? Ja. Das ist wahrscheinlich nur so eine Klappe. Ah doch. Ja, tatsächlich. Dann haben wir die alte Heizung woanders. Tatsächlich, ja. Bei uns drunter ist nämlich die Heizung, gell? Und was hier auch schön ist am Eingang. Durch die Rundung hier. Ach, kann ich mal gleich mal Kleiderhaken, das ist meine Garderobe. Das ist echt mal schön. Das fällt mir ein bisschen, dass wenn ich reinkomme, dann irgendwo meine Jacke aufhängen kann. Da muss ich immer in den Schrank packen und irgendwo hinlegen. Ja, Karthago-übliche Karthago-Küche. Übliche? Mhm. Ja, das ist überall so ähnlich. Ne? Das ist die normale und dann gibt es ja noch dieses Koran oder wie sich das schimpft. Ja. Ne, der Kaffeeauszug ist hier. Da. Hier ist nur die Ding. Boah. Ist das tiefer? Was? Den Lift haben sie ja eh abgeschafft, diesen Lift nach unten, der jetzt bei uns ist. Kannst du das jetzt hier und kann das hier rausnehmen. Schön. Ja. Und hier kannst du das reinpacken, dass es weg ist. Drei Flammen, ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Was ja noch cool ist, ist hier, habe ich schon gesehen, da fährt das so. Guck mal. Ja. Hast du hier? Und das ist auch echt gut gemacht. Weil dann ist es auch eine saubere Sache. Schon witzig. Cool, ja. Witzig, gell? Ja, Kühlschrank ist, den brauchen wir. Das sind extra Zeichen, das ist sowieso das Gleiche. Dann hast du hier eine Lounge, kannst du rausziehen, rausfahren lassen. Du hast links drei Weingläser, rechts drei Weingläser, links drei Longdrinkgläser und rechts. Krass, ne? Ja, es ist mega, also als Rundsitzgruppe, ne? Gigantisch. Das ist, wenn du dann vorne diese Schiebetüre zumachst oder das Bett unten ist und die kleinen Absperrungen, Abtrennung zumachst, dann denkst du, ein bisschen Wohnwagen. Das könnte mir auch gefallen. Ja, aber uns hat ja das Bett so nicht so gefallen, jetzt für uns da oben. Und was ich vielleicht auch, was ich auch als Überlegung. Ja, aber ich habe mir als Überlegung so auch gedacht gehabt, wenn hinten meine Tochter sitzen muss, ist die hinten gut aufgehoben, so gut wie vorne? Ja, ich weiß es nicht, schwierig zu sagen. Wenn einer drauf fährt, ja. Ist es halt echt, ist halt doch ein Wohnmobil, ne? Aber so gigantisch, ne? Absolut gigantisch. Da hinten noch zwei Fächer. Ja. Aber da hinten eine mega Ablage. Und das ist der Unterschied vom kleineren zum kürzeren Liner-Foto. Der hat das hier hinten nicht. Du hast hier zwei solche Fächer. Und du hast hier
Hier hinten auch noch zwei Auszüge. Kannst du die Flaschen reinmachen? Ach du Scheiße, das habe ich ja gar nicht gesehen. Nee, ne? Das ist ja geil. Entschuldigung. Ist geil, doch. Geil. Ist geil, ja. Also mir das... So viel Wein gibt es ja gar nicht. Ja. Wahnsinn, oder? Ja, ist da auch noch. Ah, da ist es vielleicht auch kein Auszug. Auf der rechten Seite sind einfach zwei Regale. Aber hier ist es das Gleiche, ja. In diesen Fächern sind auch Steckdosen drin. Ja. Steckdosen, USB, alles beide drin. Dass man mein Handy da versteckt oder Laptops. Mal alles laden. 30 Volt ist auch drin, habe ich auch ein bisschen versteckt. Ja, genau. Alles da. Und hier ist, wie gesagt, kann man sich noch anschnallen. Ist auf jeden Fall gemütlich bestimmt während der Fahrt, ja. Mit Sicherheit. Ein kleiner Vertrieb, ich denke, ist eher auch für zwei Leute gedacht. Mit Umbau kann man hier auch mit vier schlafen. Und hier haben wir dann auch. Kann man das? Ja, habe ich vorhin schon gezeigt, aber dann hast du da hinten die Gläser gezeigt. Lounge. Ja, aha, da kommt das Rückenteil noch raus. Rückenteil noch mit. Cool, ne? Dann gibt es ja auch noch ein Sideboard. Könnte ich mich dran gewöhnen? Das glaube ich dir doch gleich, du würdest ja gar nicht mehr aufstehen. Aber das da unten ist ein sorry, muss ich jetzt sagen, aber so unten sieht noch Schuhschrank aus. Da unten, ne? Mhm. Schublädchen. Ach, Himmel. Und der Fernseher geht hier nach unten weg. Ist aber jetzt gesperrt, damit man nicht, ja, nichts kaputt geht. Das ist der gleiche Ding, ne? Von der Größe her. Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Absolut ein schönes Fahrzeug. Ne? Ein schönes Reisemobil. Ja, haben wir ja gesagt, das ist eh überall das Gleiche. Haben wir ja auch. Ja, aber der Kühlschrank ist tiefer, wie bei uns. Bei uns ist der Backofen etwas höher. Ja, aber weil bei uns die alte Heizung unten drunter ist. Deswegen ist der Kühlschrank etwas höher. Schön. Kann man nicht anders sagen. Und was zu dem... In der Küche befindet sich noch ein Dachlüfter. Der ist bei uns auch verbaut und den finde ich echt, finde ich gut, oder? Mhm. Wenn man nämlich autark steht, dann geht die Klimaanlage nicht und dann hat man echt die Möglichkeit, hier von außen ein bisschen Frischluft reinzulassen. Oder beim Kochen, weil Dünnstoffzugshaube gibt es ja hier nicht mehr, und dann kann man auch die Luft nach außen leiten. Man hat hier zwei Möglichkeiten. Man kann ein bisschen kalte Luft. Genau, man kann es entweder nach außen oder nach innen. Hast du den Kleiderschrank schon gezeigt? Ich glaube, bin mir nicht sicher. Dusche ist wie bei uns. Ja, so ähnlich. Nee, so. Nee, nicht gleich, aber so ähnlich. Kommandozentrale. Unsere ist ein bisschen größer, die Dusche. Aber das hier dürfte das gleiche sein, ne? Ist kein Wasser drin. Oh, dann gehen wir lieber in unser Wohnmobil zurück. Das war die kleine Roomtour vom Carthago Liner for Two. 53 I53L. Achso, das war 8,55 Meter lang. Trockengewicht 4.290 Kilo. Mhm. 6,7 Gesamtgewicht. 6.700 Gesamtgewicht. Das waren 15.000 Euro, so wie er jetzt ausgestattet ist. Hm. Grundpreis ist 167. Sieht man mal, was die Sonderausstattung, die schlägt ganz schön zu Buche. Ne? Das ist natürlich riesig. Ja, das ist riesig. Das ist von der ganzen, das ist bei uns auch noch ein bisschen kleiner. Mhm. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Kriegt schon gut rein. Thank you.
Die Garage ist ja auch geil. Ja, die Garage ist halt dies. Ja, beim kürzeren hast du, fällt es halt hier weg. Hier drüben kannst du da durchgucken. Das ist im Gegensatz die Garage zum 53. Hat der andere. Ja. Nur mal zum Vergleich. Das ist der etwas kürzere. Da wird es hier natürlich dann ein bisschen enger. Da steht das Fahrrad in einer Mulde drin. Ja, das ist echt auch so eine Roller. So eine Roller, das heißt, die Hochschule. Ja. Das kriegt das Fahrrad ja nicht aus. Genau. So, sind wir wieder beim Großen. Also die Garage ist echt brutal. Die ist brutal. Da kann ich noch ein Bett einbauen da unten. Das ist ja der Hammer. Ja, das ist halt ein Haus auf Rädern. Muss man schon sagen. Das lässt sich aber nicht in der Höhe verstellen, das ist fest. Das ist fest. Also das Eisengestell ist hier für den Anschnallgurte. Ach so, weil du vorhin gesagt hast. Nee, aber nee. Das andere Stück da außen gehört. Auf der anderen Seite. Ja, hier geht was hoch. Laufen wir nochmal außen rum, von vorne noch und dann. Weiter weg vielleicht. Sieht man ja nichts.